Hallo und herzlich willkommen. Wir machen weiter mit Hello Neighbor. Ente. Was? Ente? Ich wollte Benny ein Dick gesagt. Ach so. Hier ja. Sind wir unten bei den Bar. Ist ja fast dasselbe. Bendy and the Ink Machine. Bendy and the Biber Machine. Und Hallo Biber. Oder nein, Hallo Nachbar. Die Tür ist zu. Was? So. Nein. Die Tür ist zu. Und jetzt? Wir können den Biber auch bleiben. Den wir aufmachen müssen irgendwie, ja? Ich hab den Globus noch. Warte. Ja, du wirst am Ende vom Spiel noch einen Globus und fragst dich, was damit hätte machen sollen. Ich weiß, wo der hingehört. Ja, ich auch. Hab ich die Tür geöffnet? Nee. Ich hab den Globus da drin noch verschwinden lassen. Und der liegt ja doch hinter dir. Was, wo war denn der doch gerade da noch gelegen? Ist ja komisch. Sehr seltsames Spiel. Egal, wir müssen da jetzt eh runter. Anderen Weg gibt's nicht. Ja, mit dem Paragleiter von The Legend of Zelda Breath of the Beaver. Ja, auch witzig, ne? Ja, auch ein witziger Titel. Ja. Wir überlegen uns gerade, wie ein Spiel heißen könnte von uns. Ja, das stimmt. Und wir wollen halt einen Biber als Maskottchen haben. Genau, den Konsolen-Biber. Ja, so nennt er sich. Nein, nein, nein! Jetzt ist er weggefahren. Jetzt müssen wir warten. Ach ja, wenn wir uns doch vorstellen, wird er uns überfahren. Dann machen wir wieder vor unserem Haus aus. Auf. Was dann, logisch ist. Ja, ist klar. Das ist, oh, da mal. Der Halo-Biber. Da ist der Ding drin. Ah, da kommt er wieder. Nee, nee. Schaden, ja. Okay. Was machen wir jetzt? Ich bin oh, da rein in den Schornstein. Ja, das bringt uns aber nichts. Nee, der ist zu, ne? Zugemauert. Ja. Hast du gesehen? Das ist aber schon komisch. In dem Haus möchte ich ja dann auch nicht wohnen. Hallo, I am the Beaver. Hey, der hat es auch gar nicht repariert. Er hat die ganze Zeit noch nicht repariert. Nee. Obwohl er die ganze Zeit zu... Und ob der Zeitzug gehabt hat? Da hat er dann keine Zeit gehabt. Aber er hatte Zeit anscheinend... Den Knopf zu drücken, den Hebel. Ah. Ich hab den Hebel aktiviert. Was ein freches Kerlchen. Das war die Türe oben. Oder? Ja, ein ziemlich freches Kerlchen. Da war dann ein Ding davor gestanden, ein Stuhl. Also, das ist doch eigentlich egal gewesen, dann so rein theoretisch. Gut. Nee, fährt unten lang. Ah. Wegen der Angst, dass er da hochkommt. Er kann direkt da hochkommen. Ja, macht ja nichts. Soll er halt. Fahren wir dann mit der Bahn mit? Ja. Ich denke mal, die Bahn kommt von dort, ne? Nee, nee, die fährt da weiter. Ach, die kommt von hier unten? Ja, da kommt, kommt sie ja schon. Okay. Ich möchte mir meinen Globus zurückholen. Oh, oh, oh. Was ist los mit dir? Nein, nein, nein. Nein! Das ist ja ein blödes Spiel. Hallo, I am the Beaver. Genau, laufen wir hinterher, oder? Alter. Wo fährt denn die hin? Ich fährt jetzt dahin, wo ich den Globus verloren habe. Das ist ja geil. Okay. Da müssen wir da wohl hin, ne? Hier. Das ist der Globus. Bäm, und weg damit. Auf diesen blöden Globus. So, und jetzt? Nee, da will ich nicht rein. Was machen wir jetzt als nächstes? Oh, Rolltreppe da drin. Ach, jetzt sind wir hier. Ah, cool. Was hat der so Rolltreppen eingebaut? Ich, der Nachbar. Naja, man meint ja nur, ne? Nee, was machen wir jetzt? Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Ich muss da wieder hin. Müssen wir den roten Schlüssel mal irgendwo benutzen? Ja, ich komme da aber die ganze Zeit nicht hin, weil ich so blöd dafür bin. Achso, weil da und die abstürzt. Ja. Na dann. Na, ein weiteres. Na, wenn du es weißt. Na? Ja, ist voll cool, die Bahn fährt da ganz gemütlich überall hin. Fährt der auch mal mit der Bahn, der Nachbar? Nö, der fährt nicht mit Bahn. Echt schade. Ja? Das ist schade, ne? Ja, das wäre schon lustig. Wartest auf die Bahn, dann springt er raus und schmeißt sie aus dem Haus. Ja.
Das wäre mega witzig. Wir können aber jetzt endlich den Globus ablegen. Denn der Ort ist dafür, ist dahin. Ich habe den hergeholt. Wir müssen ein Stockwerk runter. Das ist ja kein Problem. Hello, I am the neighbor. Nee. Hello, I'm not the neighbor. Goodbye and I'll see you not later. Nicht später. Nicht. Nicht später, ne. Wir sehen uns später. Nicht. Wir sehen uns nicht später. Was machst du jetzt? Ich hab da jetzt nicht die Bahn. Die wurde uns sonst überfahren. Na und? Komm, steig ein und fahr jetzt mit der blöden Bahn da mal mit. Genau. Los geht's. Cool. Kannst du nach oben gucken? Muss das richtige Timing aber schön. Stopp! Stopp! Nein! Müssen wir weiter. Ups, jetzt fahren wir rückwärts. Cool. Na, das ist aber blöd mit der Steuerung. Oh. Hab's kaputt gemacht. Nee, machst du nicht. Das ist ja blöd gemacht, oder? Das hält nicht mehr an, nein. Hä? Oh, cool. Hier oben wollte ich ja eigentlich mit der Bahn hin, aber... danke, Bahn. Was sind das hier? Tomaten? Oh nein. Ich hab was vergessen. Nein. Egal, das krieg ich auch so. Deswegen kann ich auch mit Tomaten beschmeißen, weil hier überall Tomatenpflanzen hat. Ja. Cool, ne? Hey! Der Schraubenschlüssel. Kannst du von hier öffnen? Nee, schade. Ja. Und jetzt müssen wir eigentlich runter, müssen das aufmachen. Können wir was anderes machen hier oben? Ich muss da irgendwie über die Pflanze kommen. Wow. Gut, egal, da müssen wir rein. Okay, kann Ballast hier doch da lang? Na, da flieg. Nein! Wow, oder? Nur eins ist sicher, dort oben kriegt dich der Nachbar nicht. Ja, aber Fallschaden kriegt mich da oben. Ja, sehr wirklich, ja, das ist ja blöd. So, was brauchst du jetzt da alles? Ich bräuchte alles davon. Ja, das Inventar ist wirklich klein. Leg das mal da ab. So wie den Kuchen, der da immer noch liegt. Hey, da fährt die Bahn. Tut, 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 tut. Schon cool. So. Aber du kannst es da jetzt aufmachen, ne? Ja. Na ja, also. Perfekt. Hier oben kriegt er dich auch, oder? Ja, der kann wie immer noch Ding machen. Okay. Jetzt kriegt er mich eigentlich sowas von. Wenn er zumindest schlau ist. Wenn? Also was er nicht ist. Na, so ein bisschen ist er schon schlau, oder? Nicht. Nee. Gar nicht. Gar nicht. 0% von 10. Hammer. Also ich könnte auch hier. Ich habe den Globus abgelegt! Komm! Ja. Schlimm da. Ja, jetzt fliegen wir erstmal zu dem Ding. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich hier durch dieses Haus renne, werde ich ein bisschen blöder. Ein Stück. Meinst du? Ja, das habe ich das Gefühl, weil. Keine Ahnung. Ja, Hauptsache du weißt, wo du hin musst. Da weiß ich ja, aber hey. Der Zug hält jetzt wegen mir nicht mehr an. Echt? Ja, der Zug hält wegen mir nicht mehr an. Wo müssen wir hin? Nach oben. Steht da drauf alles. Wer ist was? Tower Moor. Beanfleam. Aha, okay. Gefundenen Namen. Der fährt rückwärts, stimmt ja. Vergessen, der fährt rückwärts. Ganz schön schnell, ne? Ja, so schnell wie ich, wenn ich renne. Oh. Ja. So, was passiert, ne? In der Folge kriegen wir es nicht hin, oder?
Warte, ne? Probier es halt mal. Oh. Und da wieder hoch. Kann ich das auch wieder zuschrauben? Nein. Nee, ne? Wenn er Schraubenschlüssel hätte. Aber den haben wir ja hier, ne? Das ist schon witzig, oder? Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Doch, der ist von da lang gerannt, da unten. Ist das nicht? Das ist ja ewig her. Als wir oben runter geguckt haben, ist wirklich ewig her. Was ist das? Ich komme jetzt. Ich will jetzt den Globus. Ja, hol dir mal. Hol den Globus. Wenn wir jetzt fünfmal sind wir schon vorbeigerannt, jetzt sollen wir den Globus da auch hinsetzen, oder? Ja. Okay. Der Nachbar denkt sich nur so, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Ihr müsst da oben den Generator anschließen und die ganzen Albtraum-Level beschreiten, um Fähigkeiten zu bekommen. Die wollen wir ja, ne? Ja, aber ich krieg's halt einfach noch nicht hin. Das ist alles, Nachbar. Nachbar? Neighbor. 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 Also rein damit. Zack. Gefroren. Wer? Wer? Was? Wo? Wer ist gefroren? Keine Ahnung. Also ich weiß es, glaube ich. Ja. Moment, den Globus da reingesetzt. Wir haben jetzt irgendwas gefroren, wo ich vergessen habe, was. Wir haben das Wasser gefroren, aber wo nochmal? Ich weiß wo. Ah ja, ja, oben, ja. Ist mir auch gerade eingefallen. Ja. Da kommen wir. Da hinten, hinterm Haus, die Kellertür ist auch weg, ne? Kellertür? Ja, wo wir rausgekrabbelt sind jedes Mal. Wenn wir flüchten wollten. Ist unter der Treppe. Was? Ist unter der Treppe. Okay. Na? Kriegst du das hin? Ja. Komm nicht gefroren. Schade. Na, das wäre ja gewillt gewesen, ne? Ich hab gar nichts mehr hingekriegt. Ja. Okay. Nächster Halt. Irgendwo. Ah, das können wir auch schrauben. Versuch Nummer 2. Okay. Aber jetzt ist es natürlich viel cooler. Darauf zu balancieren. Genau. Weil du es mir gesagt hast. Ja. Sehr cool, jetzt sind wir da. Roter Schlüssel. Wir kommen. Und zack. Perfekt. Brumm. Und jetzt? Albtraum Level 1. Albtraum Level 1. Ist der lang? Ja, geht. Kriegen wir noch einen, wenn ich schnell hinkriege. Okay. Da lernen wir Double Jump. Und hier sind überall Augen. Also ja. In der Alpha war da so ein Fenster und da hat dann so ein riesiges Schattenwesen reingeguckt. Okay. Wir haben übrigens unsere Items nicht mehr. Ja gut, wir sind jetzt in der Parallelwelt quasi. Ja, sobald wir zurück sind. Dann wir sind ganz schön klein, ne? Muss ich hier rüberspringen. Puh. Mit Anlauf. Natürlich. Ach ja, da unten kommen wir wieder zurück, wenn wir es nicht schaffen. Okay. Und hier kriegen wir keinen Fallschaden. Ja genau, du musst hier so... Na also. Geht doch. Und jetzt? Wie von da hoch? Das dauert etwas. Wir waren noch da. Fall runter! Ah! Nicht schlecht. Hoppa! Hoppali! Nicht schlecht. Okay. Jetzt. Exit! Das geht aber schnell, ja? Das ist nicht das Ende. Wir müssen da oben hin. Ja, okay. Da oben. Wahnsinn. Zack, wo sind wir jetzt? Wir sind. Ich, wo sind wir denn nochmal? Ach ja, stimmt, das stimmt. Hoppa. Hoppa. Hoppa! Wahnsinn. Ich glaube, ich habe die richtige Tür genommen. Weiß ich gar nicht. Ja, wo sind wir denn?
Nee, ich weiß auch nicht, ob du die richtige Tür genommen hast. Nimm nochmal den Toaster, warte. Sonst krieg ich es nicht hin. Nein. Pech gehabt. Naja, machen wir im nächsten Teil weiter. Ja. Bis dann, wünsche euch was. Macht's gut. Und ciao. Das war's auch schon wieder mit diesem Teil. Wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst ein Like da, kommentiert oder abonniert uns, wenn ihr noch weiteres sehen wollt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.